Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück bei Staxel. Und da man es jetzt gerade hier bei mir im Bild nicht sieht, die Salome ist natürlich auch mit dabei, irgendwo am Arsch der Wäldchen. Hi! Dann Croften. So, wie ihr seht, ich habe jetzt einen Neustart gemacht und jetzt ist alles so, wie es sich gehört. Und ich bin gespannt, ob es bleibt. Sind das die Wolken oder ist das ein Baum da oben, der Schatten? Ja, ich bin gespannt, ob es so bleibt oder ob derselbe Fehler immer und immer wieder auftaucht, weil das wäre ein bisschen mies, ne? Ich hoffe nicht. Aber das werden wir gleich sehen. Kann man ja crouchen? Ich glaube ja. Ja, wie heißt das? Die nicht Hochstelltaste, die zum Großschreiben, zum Normalen. Nö. Geht bei mir nicht. Hä? Wenn ich jetzt von dem abgebauten Steinding, wo ich jetzt gerade aus der Erde gerissen habe, zurückgehe, habe ich irgendwie so einen grünen Film drüber. Es kann aber sein, dass das einfach nur vom Ding kommt. Weil die Grafik ja bekanntlicherweise erst dann richtig wird, wenn man halt näher dran kommt. Aber das ist trotzdem, es ist trotzdem irgendwie doof. Also ich kann nicht mich ducken, wenn ich Dings drücke. Also nicht ducken, sondern du läufst dann halt langsamer, ne? Nee, ich meine ducken. Ach so, okay. So, hoppla. Hä, das ist aber ein anderer Baum hier. Ich hau hier mal ein Bäumlein weg. Ah, okay. Ich hatte gerade ein bisschen Connection-Probleme gehabt. Okay. Yep. Los. So ein Bäumchen. Jetzt weiß ich, was das rote Zeichen oben, das rote Dreieck zu bedeuten hatte. Und der Baum ist pseudomäßig wieder da. Och komm, ey. Na gut, ein Relog oder so geht eigentlich ganz flott. Ja. Aber es ist halt trotzdem scheiße. Was ist das denn, ey? Das hast du im Singleplayer, hast du das nicht? Da müssen wir jetzt alle beide Singleplayer machen und noch miteinander reden. Ach, das ist doch doof. Ja, aber müssen wir halt gelegentlich mal, gerade wenn wir irgendwas auf der Farm vielleicht verändert haben, dass man vielleicht dann mal nach einer Folge macht oder so. Ja. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass es unspielbar ist. Es ist zwar ein bisschen nervig, das gebe ich zu, aber es ist jetzt nicht so, dass das komplett unspielbar ist. Thema, das ist halt einfach noch ein Fehler vom Spiel, aber guck mal, es ist schon besser geworden, als es mal war. Nein, ich wollte nicht stehlen. Das kommt mir bekannt vor. Oh, ich habe da ein Icon, dass ich mit dieser Kasse interagieren kann. Du hast gestohlen. Was? Ja. Ist ein bisschen doof. Ja, geringfügig. Geringfügig. Ja. Geringfügig. So ganz dezent. Wollen wir denn hier, wo dieses kaputte Häuschen in der Ecke hinten steht, wollen wir das lassen? Willst du da den Keller runterbauen? Jupp, das wollte ich als Kellereingang nehmen, oder wir können es halt als Lager ausbauen für die Dings, für die Maschinen dann später. Ja, das können wir ja machen, dass wir dann diese Maschinenlager und das dann da runter machen. Im Keller unten. Hier ist was war das denn? Ich habe gerade mein Headset verloren. Ach, was machst du? Ich musste mich kurz am Ohr kratzen und da ist das Headset runtergerutscht. Oh Mann. Ich weiß nicht, wie ich in die Hose rutscht. Ich sag nichts dazu. Da fehlen mir die Worte einfach. Ja, der Pseudobaum, da ist er wieder. Der Pseudobaum, ja. Ja. Da haben wir ein paar. Mir egal, Hauptsache ich habe das Material. Stell dir mal vor, du hättest mit dem Baum fällen und du kriegst das Material nicht. Das wäre viel beschissener. Ja, und der Baum wäre noch da. Ja, eben. Ach ja, hier haben wir noch ein paar Regalchen. Die packe ich mal hier oben. Da können wir hier oben auch noch irgendwas Einzelnes draufstellen. Es ist halt nur irritierend, wenn du noch Holz fällen willst und du siehst auf einmal die Bäume und denkst so: Ja, Baum fällen. Und dann. Gehst du hin? Eine Fata Morgana, wir sind halb am Verdursten. Ja, so ungefähr. In Wahrheit. Ja, so ungefähr musst du dir vorstellen, du rennst zum Baum, yay, Holz, 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 und dann... Yay, und dann... ist kein Baum da. Das ist bestimmt hier für die Einwohner gedacht. So, das Haus ist repariert. Bist du denn zufällig hier? Nö, ne? Nein, ich bin bei...
Alice im Laden, obwohl sie gar nicht mehr da ist. Klau bloß nix, sonst wird es sauer. Ich glaube hier nicht. Ich will nichts klauen. Ich will Holz. Holz und ein paar Samen. Die könnt ihr auch noch anpflanzen. Du wirst gleich. Ich werde langsam müde. Also, ich werde so langsam, glaube ich, hier im Laden schlafen. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Ich finde es lustig, dass die Grafik bei OBS irgendwie ein bisschen anders da aussieht als bei mir normal. Nochmal bitte, ich habe es eben nicht richtig verstanden. Bei OBS, ja, wenn ich irgendwas anvisiere, ist in dem weißen Rand, da habe ich lauter kleine Pünktchen. Okay. Bei OBS. Aber im Original habe ich das nicht. Ja, stimmt, bei mir auch. Interessant, ne? Das sieht so aus, als würdest du mit der Handykamera vom Bildschirm was abfotografieren, ne? So ungefähr, lauter Pünktchen. Ja. Aber ich schätze mal, in der Aufnahme ist das, hoffentlich nicht so. Denke ich mal nicht. Und wenn. Es sind ja nur Pünktchen. Kann man auch nichts dran ändern. So, es sind ja nur Pünktchen. Eben. So. Gute Nacht. Ich kann noch nicht schlafen. Ich muss noch craften. Jede Menge craften. Ich lieg grinsend im Bett. Ja, und ich liege gerade auf dem Boden vom Kleber. Guten Morgen. Guten Morgen, habe ich gesagt. Morsche. Morsche. Sag doch, ich habe eine Blume im Haus. Dann freu dich doch, das ist deine Begrüßungsblume, dafür, dass du da bist. Es ist neben mir über Nacht eine Blume neben mir gewachsen. Sei vielleicht eine Pseudoblume? Nee, die konnte ich pflücken. No. Arme Blume ist gepflückt worden, einfach so. Ja. Meinst du 160 Holzdinger lang? Es sind auch noch mal, für das Häuschen, ja gut, die Scheune brauchen wir auch noch. Ne? Ich meine ja die Scheune. Es liegen auch noch ein paar bei uns im Regal. Ich will ja nur die Scheune gerade bauen. Wo ich von Maximilian gekriegt habe. Da liegen noch ein paar im Regal oben. So, bauen wir eigentlich wieder hier hin? Moment, ich gieße gerade, ich sehe nur Boden. Hier? Kühe? Ja, kann man machen. Ich habe im Singleplayer habe ich zum Beispiel ganz hinten rausgebaut, habe ich separat gemacht, dass die mir hier nichts zukacken. Ich kann da hinten bauen. Ja, ich habe da halt hinten den. Ich habe da halt hinten so rausgebaut, weißt du, hier so ein Ding halt aus großen Zäunen, damit die mir nicht abhauen. Mhm. So habe ich das halt gemacht. Einfach ein Zaun, dann schön halt so ein Gebäude hinten rein, da war dann noch sogar noch ein Baum mit drin gewesen. Nö, da wir das eigentlich schon hier drin haben. Ja, mir ist es egal. Hauptsache, wir haben welche. So, ich gehe mal schnell in die Stadt, die Blütenblätter verkaufen, für die wir eh nichts kriegen. Oder nicht viel jedenfalls. Muss ich halt Regionsschutz ausmachen? Du musst, glaube ich, das Häkchen reinsetzen. Weil das war nämlich das, wo ich dir gesagt hatte, dass ich irgendwie das Häuschen nicht richtig bauen kann, weil der Regierungsschutz an ist und ich drumherum bauen muss. Bis ich dann zufällig das dann gesehen habe, dass du den Schutz unten ausschalten kannst. Also für die Leute, die gerade nicht wissen, was ich meine. Wo ist denn hier der Torbogen? Da. Die hier nicht wissen, was ich meine. Das die ist sollen das bei, mir auf Schalter- auf, bei mir auf dem Kanal gucken. Hä? Die sollen bei mir auf dem Kanal gucken. Ja, für diejenigen, die bei mir gucken, die sehen das dann halt. Die gucken dann schnell bei mir rein. Ich hab eine Bienenkönigin. Yay! Ich habe eine gesucht, habe aber nichts gefunden. Die war in der Stadt. Ich habe gleich gesehen. An diesem Marktplatz da, an diesem, wo der Brunnen ist, da nebendran irgendwie. Okay. Und Glühwürmchen und jede Menge Schmetterlingens. Lalala. Da sehe ich gerade wieder ein Dings. Ein Druckpapier, glaube ich, ne? Äh?
Ja. Ich sehe gerade eine. Ah, der ist vor... ein Fossil. Jetzt sehe ich, weil ich... Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht mit den Fossilien. Ja, es ist. Es ist cool, ja. Aber man kriegt eigentlich relativ schnell die Fossilien fertig. Ja, dann gibt es ja noch andere Sachen, die du sammeln kannst. Ja, diese komische Kacke oder was das ist. Ja, nicht nur die Kacke, du kannst ja zum Beispiel auch Insekten da abgeben. Ja, vorausgesetzt, du hast ein Museum gebaut und ich habe ja so viel Bock da drauf. Oh, das mache ich dann wieder. Kannst du gerne machen. Ich hätte da... Ich hätte in dem Falle auch ganz gerne vielleicht ein paar Gebäude vorgegeben, weil komplett alles selber zu bauen... Mir macht Spaß, vor allem wie ich die Bäckerei mitgebaut hatte und so. Auf einmal! Ja, die macht wie war Spaß. Wie war das damals noch, wo ich dir Minecraft näher bringen wollte? Da muss ich ja meine Werkzeuge selber bauen. Wie doof ist das denn? Und? Was habe ich mittlerweile gemacht? Was habe ich auch schon jetzt mit der Doch es hat auch gehabt? Lange, es hat auch sehr lange gedauert. Naja, ich fand es ja nur Spaß, nicht einen HD-Fernseher mit der Grafik zu nutzen. Wie es einige gemacht haben. Holt sich dicke, fette HD-Fernseher, ja? Mit was weiß ich, wie viel Pixeln, mal spielen sie drauf Minecraft. Das war für mich so unlogisch wie etwas. Ja, das stimmt allerdings. Aber generell die Leute, oh Minecraft, scheiße. Das sieht ja so scheiße aus. So, Leute, ihr wisst schon, dass das so gewollt ist. Außerdem gibt es mittlerweile ja so viele Mods und so viele Sachen, wo du ändern kannst. Aber es klappt trotzdem pixelig. Es gibt auch die ein oder andere Mod, wo das nicht mehr pixelig aussieht, aber du brauchst unfassbar viel Leistung halt dafür, ne? Könnte ich mittlerweile wahrscheinlich hinkriegen. Ja, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Selbst bei mir auch nur bis zu einem gewissen Grad, weil du musst immer bedenken, Minecraft sieht zwar pixelig aus, aber frisst unfassbar viel. Ich muss noch einen Zaun bauen. Ich mach den Zaun dann da erstmal weg. Ja, ich will hier einen Zaun haben. Weil ich finde das schrecklich, wenn hier innen drin alles voller Gras gewachsen ist und der Zaun steht auf der Erde. Das sieht scheiße aus. Ja, ich will das hier habe ich einen Zaun dran drumherum, damit die Kühe halt zum Rauskommen haben. Ja, ja, klar. Ich will die auch nicht hier überall rumlaufen haben. So, nicht wundern, wenn ich hier gerade so ein bisschen das Gras weghaue. Ich hätte gern einfarbiges Gras. Graswachs einfarbig. Ich hasse das, wenn hier immer alles so durcheinander gewachsen ist. Ich weiß auch nicht. Was machst du dann in der Realität? Das ist was anderes. Da ist das nicht so, hier hört das hellgrüne Gras abrupt auf und auf einmal wächst hier dunkelgrünes Gras. Das ist ja in der Realität nicht. Da sieht das dann schön, ja, ne? Ein bisschen gemixt aus. Ich habe ein paar Stellen dabei. Was? Wo? Im Gras. Was, hier? Nein. Generell gibt's ja auch so. Ach so, ja. Aber ich hasse das hier, wenn das alles so durcheinander gewirbelt ist. Ich hätte gerne so eine schöne, einfarbige Wiese. Immer. Egal, ob ich mir vornehme, nein, das mache ich diesmal nicht, aber es ist furchtbar. Ich kann nicht anders. Das ist wie so ein Zwang. Musst du mal zum Arzt gehen. Das ist Zwangs- oh, Neurosen. Herr Doktor, ich hasse es, wenn Gras grün wird. Zwangsneurose. Wobei Samus hier auf diesem Marktplatz, da geht's, da ist einfarbig. Ja, schön, das bringt mir nur leider nicht viel. Ich hab einen gehopst. Springt mir erstmal mit dir eine Käsefüße ins Gesicht. Natürlich, damit du was zum Riechen hast. Griechische Käsebrande. Ich bevorzuge dann bitte echten Gouda. Oh, Cheddar. Oh, wir haben noch Cheddar. Wir haben noch Cheddar im Kühlschrank. Oh. Dann iss. Ich wollte schon sagen, setz doch endlich mal an, du scheiß Zaun. ich hab Schild jetzt blöd hingestellt. Wieso? Schild stimmt doch. Ja, nee. Achso, du hast Zaun den in den Zaun gestellt. Ja, geil. Hast du gut gemacht. Ja, hier sind wir abbauen, wir dran stellen, meinst du, zählt dann trotzdem noch? Mit dem Hammer. Ja, natürlich. Ich habe dann später dann das Schild komplett weggelassen und es zählt noch.
Ich glaube, das ist, ich glaube, das soll nur irgendwie so eine, keine Ahnung, so eine Hilfe sein. Aber die Kühe haben doch Milch gegeben, nachdem das Schild weg war und ja, stell dir mal vor, die würden vor Schreck keine Milch mehr geben. Oh mein Gott, das Schild ist weg. Oh Gott, das Schild ist weg. Ich habe so Angst. Ich bin jetzt manisch-depressiv. Eine manisch-depressive Kuh gibt keine Milch. Was ist das für ein komischer Zaun? Ein großer Zaun. Ach so. Ich wollte keinen kleinen Zaun für Kühe nehmen. Die können ja drüber springen. Das ist mir vor. Find ja, ich natürlich toll. Können sie rüberspringen. Die springen Hühner. Aber wieder zurück. Für die Hühner nehme ich auch so und so, so einen lieber. Einmal außen rum rasieren. Warte mal ganz kurz hier. Hier. Ich habe noch ein bisschen von dem Zaun da geholt. Dankeschön. Damit wir für oben noch was haben. Was? Wie auf die Nase. Den Weg müssen wir auch noch schöner machen dann, ne? Jupp. Den Weg für draußen. Ich kann mich nicht zerpflücken. Auch wenn ich es gerne machen würde, ich kann mich nicht zerpflücken. Was brauchen wir? Holzträge, die muss man selbst machen, ne? Die kannst du auch kaufen. Wo? Ja, im Laden, da wo ich habe noch nie welche gesehen. Ja, dann sind sie halt aktuell heute nicht da. Aber es gibt sie. Sicher? So, wo sind sie? Wo sind sie hier? Oh, 200 Zäune. Geil. Geile Scheiße. Hä? So. Hä? Oh, falscher Knopf. Entschuldigung. Mir fing auch einmal die Musik an. Ich habe, glaube ich, Musik ausgeschaltet. Nö, ich hab's an. Soll doch die GEMA kommen. Geh, da soll die GEMA mal gehen. Nein, ich sehe hier keinen. Dann ist er heute nicht anwesend. Das ist schlecht. Tja. Ich brauche aber einen Holztrog. Meine armen Tiere, die werden doch verhungern. Es sind ja keine Tiere da, also. Verhungert auch niemand. Eben. So. Brauchen wir die Erde eigentlich für irgendwas? Der Zaun ist fertig. Brauchen wir die Erde für irgendwas noch? Ja, aufheben bitte. Die Erde brauchen wir auch für Dünger. Und hier sind auch noch ein paar Löcher, die wir stopfen können. Okay. Und ich brauche auch noch helles Gras. Ich brauche was zu rauchen. Also das helle Gras, dass ich hier den Zaun machen kann. Also wenn du irgendwie so helles Grasblöcke hast, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißen. Ich glaube einfach nur helles Gras, oder? Warte mal. Grünes Grasblock heißt das Dingens. Die brauche ich. Lange Weide? Ich habe Weidengrasblock nur. Nee. Und halt grünes, Weiden, grünes, ja. Grünes Gras heißt das. Was willst du hier? Geh weg. Was haben wir denn hier? Oscar ist mein Name. Ja, ja. Das interessiert mich nicht. Interessiert mich ein Scheiß. Ach, das ist dieser penible Typ da, der immer... Ja, ja, der mit seinem Besen immer rumrennt. Soll sein Besen noch heiraten? Huch! Entschuldigung, ich wollte so ins Mikrofon schreien. Was war das denn jetzt? Ich hatte zwar so einen Schutz drin, das ist normalerweise nicht übersteuert, aber da ist ein Holzblock. Was, ein Holzblock? Oh! Jetzt nicht. Ich baue das hier auch noch mal ab. Das stört. Ja. Willst du? Oder willst du nicht? Nein, ich will nicht. Der will nie. Tja, muss ich mir Gedanken machen, wenn der nie will. Ganze Scheiße. Schande. Schande, Schande, Schande. Schande mit dich. Schande mit deiner Kuh. Wie kommt man eigentlich nochmal die aus den kaputten Blöcke an Steinen nochmal normale Blöcke machen? Meinst du diese Bausteine oder was? Ja. Rohstein? Keine Ahnung. Ich glaube, da musst du irgendwie auch an eine Werkbank oder so. Oder ich weiß es nicht. Och, die armen Tierchen haben ja nichts mehr zu fressen. Die werden ja noch verhungern. Ich habe kein Geld. Ich habe nur 2000. Ja, sagst du, ich habe gerade bei 364. Ja, dann geh du kaum, du hast mehr wie ich. Ja, klar, total viel mehr. Ich glaube, du sagst, du hast wohl wieder Ohrschrauben. Natürlich ist er offen, der ist immer offen, sonst könnte ich ja nicht aufs Klo. Ich bin ganz offen.
Oh, Maximilian. Ja. Ja, hat die Katze gefressen. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, habe ich mich hier noch gar nicht vorgestellt. Das musst du mit derselben Stimme machen, die ich das letzte Mal hatte. Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt. Nein, mache ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich dich öfter sehen werde. Ich kann auch total monoton reden. Das ist doch langweilig. Oskar, was haben wir denn hier? Noch ein Störenfried. Oskar ist mein Name, ich behalte schon mal Hose. Und bleib runter von meinem Rasen. Manch gehört auch gefahren. Besser? Total. Wow, der Baum ist so hoch, dass wenn ich direkt runterstehe, oben auch die Krone sehen kann. Rosemary, hallo du. Ich bin Rosemary. Ich denke mal, wir sehen uns öfter. Öfter? 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 Mit viel Ö, ne? Öfter mit Ö? Ja, mit ganz vielen Ö. Öfter? Öfter? Du bist langsam müde. Ja. Ach was. Schön, dass ich müde werde. Hätte ich nie gedacht. Oh, schön, keine Textur. Na, Bock. Es ist interessant, dass in dem Spiel einem gesagt werden muss, dass man müde ist. Ja. Ich glaube, der Spieler selber ist, ich weiß nicht, so empfindungslos, dass er es selber nicht merkt. Wir sind bei 21 Minuten. Ja, dann passt doch, dass man direkt hier bei den... Ich stehe direkt vor einer Toilette. Was, du stehst vor der Toilette? Ich stehe vor einer Toilette. Ich bin gerade auf dem Berg oben. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir das jetzt hier. Jo, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.